vierte Ausgabe von Grandios zum Thema Freiheit. Und wir sind heute zu Gast bei Clara Klug, der weltbesten Parabiathletin aus München. Die hat in diesem Winter so ziemlich alles abgeräumt, was nur geht. Dreimal Weltmeistertitel in Kanada gewonnen im vergangenen Jahr bei den Paralympics. Zweimal Bronze geholt. Jetzt aber ist die Saison vorbei, Clara. Wie fühlt sich das an, wenn man als weltbeste Biathletin quasi in die Pause geht? Was macht man so danach? Fällt man da in so ein kleines emotionales Loch, wenn das alles rum ist? Oder genießt du die Zeit jetzt gerade? Es ist so ein bisschen beides. Also klar, die Saison ist rum und es liegen unfassbar viele Medaillen da rum. Man muss sich erst irgendwie klar werden, was das war, wie die Saison so lief. Und das dauert bei mir immer ein bisschen. Ja, im April gibt es viel zu sortieren. Man sortiert alles, was im Winter liegen geblieben ist und trifft sich mal wieder mit Leuten. Man hat gar nicht so wirklich die Zeit für ein emotionales Loch, aber ist natürlich schon ein Umbruch, immer aus der Saison rauszukommen. Wir sehen hier einige deiner Medaillen, die du gewonnen hast. Ich nehme an, der richtige Platz ist nicht unbedingt hier auf dem Küchentisch, oder? Wo bewahrst du die auf? Hast du da eine Vitrine extra oder wo lagern die? Tatsächlich nicht. Die lagern in einem Pappkarton unterm Schreibtisch. Nee, ne? Das ist aber nicht angemessen. Nein, ich muss mir jetzt auf jeden Fall eine Vitrine für den Pokal zulegen, weil der lebt mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Der steht natürlich auch normal nicht hier rum, aber der kommt auch nicht in einfach eine Pappschachtel. Deswegen überlege ich dann, welche Medaillen ich damit reinpacke und wie man die sortiert. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwo sichtbar liegen müssen. Wenn sie hinter Glas sind, habe ich am allerwenigsten davon, weil ich sie nun mal nicht sehe. Und deswegen eher irgendwo vielleicht in Schachteln, wo man sie auch mal rausnehmen kann und dann auch wieder wegstecken kann. Das war eine überaus erfolgreiche Saison für dich. Ganz viele Medaillen geholt bei Weltmeisterschaften, Weltcup-Gesamtsieg. Wie fühlt sich das an, weltbeste Parabiathletin zu sein? Ja, wenn man das so sagt, kribbelt es ganz schön im Bauch. Ansonsten verdrängt man das sehr gerne, weil ich bin ja deswegen jetzt keine andere Person. Ich habe deswegen immer noch extrem, ja, Aufholbedarf ist vielleicht falsch gesagt, aber ich weiß, woran ich trainieren möchte. Ich weiß, wo ich besser werden möchte, völlig unabhängig davon. Also bei mir besteht gerade noch nicht die Gefahr, dass ich sage, cool, jetzt habe ich es geschafft, jetzt brauche ich erstmal nichts mehr machen. Ganz im Gegenteil, mich spornt sowas ziemlich an. Aber genießen kannst du schon auch noch, oder? Ich glaube, das kommt erst. Also ich habe letztes Jahr bei den Paralympics auch die Erfahrung gemacht, dass es mich am Anfang ganz schön überfordert hat, so blöd es klingt, dass man erstmal da saß und das gar nicht so fassen konnte. Und so im Sommer, über den Sommer hinweg kam das langsam, was man eigentlich geschafft hat, wenn man wieder im Training drin ist und weiß, ah, okay, letztes Jahr habe ich mich auch so gequält, hat was gebracht. Wenn ich mich wieder so quäle, dann bringt es vielleicht wieder was. Das ist so mehr die Richtung. Ich brauche da ein bisschen länger, um das alles zu gedanklich auf die Kette zu kriegen. Was war der schönste Moment in diesem Winter? Ein extrem schöner Moment war die allererste Goldmedaille in Finnland. Da lief es erst nicht so gut beim allerersten Wettkampf der Saison. Ist jetzt nicht ganz untypisch für mich. Ich brauche immer ein bisschen. Und der zweite Wettkampf war gleich eine Goldmedaille. Es war das erste Gold mit meinem Guide Martin Hertel. Ich habe schon einmal Gold geholt, allerdings damals mit einem Ersatzguide. Und das war extrem schön. Dann gab es in Östersund in Schweden tolle Rennen. Hat Spaß gemacht, weil ich mich am Schießstand so sicher gefühlt habe wie schon lange nicht mehr. Und einfach wirklich inklusive dem gesamten Anschießen, also in jedem Training, in jedem Wettkampf null geschossen habe. Das passiert einem auch nicht so oft. Mhm. Und dann natürlich die drei WM-Medaillen, die extrem hart erkämpft waren, also die drei Siege im Biathlon bei der Weltmeisterschaft, ist unglaublich cool. Und der Abschluss war dann noch viel besser in Japan, wenn man so einen Pokal überreicht bekommt. Das macht auch noch mal was mit einem. Also ich kann keinen besten Moment wirklich sagen. Mhm.
Nochmal jetzt aufs Sportliche. Auch da immer wieder eine Abhängigkeit von deinem Guide, von Martin Hertel. Wir müssen jetzt gar nicht so das chronologisch alles aufarbeiten. Auf jeden Fall ist es so, dass du irgendwann zu dieser Sportart gekommen bist. Er hat dir Mut gemacht, er hat dich irgendwo entdeckt und hat gesagt, Mensch, die hat Potenzial. Mit der kann ich mir vorstellen, dass aus der was wird. Dann habt ihr die Zusammenarbeit begonnen. Wie sieht das ganz konkret aus, diese Abhängigkeit dann beim Training, auf der Piste, wenn ihr unterwegs seid? Vielleicht kannst du das mal beschreiben, wie sowas abläuft, euer Training, Trainingsalltag, euer Wettkampfalltag dann. Ja, also es ist natürlich einmal die Abhängigkeit direkt auf der Loipe. Dass der Martin hat einen Lautsprecher, gibt mir Kommandos, läuft vor mir her. Wir müssen extrem gut abgestimmt sein, um das eben entsprechend durchbringen zu können. Also er hat einen Lautsprecher am Rücken angebracht. Genau, er hat einen Lautsprecher am Rücken, wie man sonst einen Trinkgurt vielleicht befestigt um die Hüfte und gibt darüber ständiges Kommando, hopp, hopp, hopp. Das heißt für mich gerade auslaufen und der Stimme hinterherlaufen. Er läuft so im Abstand von 2-3 Metern vor mir, also relativ nah, schaut sich ständig um zu gucken, ob die Kommandos auch ankommen, beziehungsweise ob ich eigentlich so schnell laufe, wie er sich das denkt. Und dann gibt es eben sehr spezifische Kommandos für die Kurven, für die Technikwechsel, für einen Anstieg, für eine Abfahrt. In steileren Abfahrten gibt er mir seinen Stock nach hinten, das heißt, ich fasse die Stockspitze und wir fahren so als Skizug hintereinander hinunter, weil wir dort durchaus auch Geschwindigkeiten von 52, 53 km/h auf die Ski kriegen. Das ist üppig. Da kann man nicht mehr sagen, du einen Tick weiter rechts übrigens, das funktioniert nicht. Genau, am Schießstand schieße ich alleine. Der Martin muss in dem Fall zitternd hinten stehen, darf mir nicht helfen und holt mich wieder ab, wenn ich fertig bin. Und im besten Fall scheißt er mich nicht zusammen, weil ich gut geschossen habe. Aber es sind auch schon so manche Unfälle passiert, ne? Es gibt natürlich auch Unfälle. Also das Schlimmste ist natürlich, wenn mein Guide stürzt, weil dann fliege ich nämlich eiskalt über ihn drüber. Auch das hatten wir in Pyeongchang bei den Paralympics gleich im ersten Rennen. Waren die Verhältnisse wirklich schwierig. Er dreht sich zu mir um, muss ja dazu sagen, wenn er sich umdreht, steht er auch nicht mehr perfekt auf dem Ski. Das geht gar nicht. Und da hat er sich verheddert und saß dann im Schnee vor mir und ich habe natürlich einen Abgang über ihn drüber gemacht. Passiert ganz selten zum Glück. Es gibt natürlich auch Unfälle, in denen das mal ein Kommando entweder falsch gesagt wird oder falsch aufgenommen wird. Zum Glück eigentlich auch nur im Training. Im Wettkampf ist man so konzentriert, dass einem das schier gar nicht passiert. Ja, da habe ich schon auch mal einen Wegweiser umarmt oder so. Wie gut muss man menschlich mit dem Guide auskommen? Das muss ja mehr sein als nur ein reiner Trainingspartner, oder? Ja, also bei uns war er ja zunächst mal mein Trainer überwiegend und dann sehr schnell auch mein Guide. Man muss sich sehr gut verstehen. Wir verbringen extrem viel Zeit miteinander. Ich pendel von München nach Weilheim zu ihm, um eben zu trainieren. Ich verbringe sehr viel Zeit auch mit seiner Frau, die immer mal wieder dabei ist im Training, weil die Wochenenden nun mal auf der Loipe verbracht werden, im größten Teil. Wir sind im Sommer 3 Wochen im Höhentrainingslager, hängen da eigentlich auch nur miteinander rum. Also man sollte sich schon gut verstehen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie abhängig bin ich von ihm. Wenn wir 3 Wochen nur zu zweit im Trainingslager sind, dann braucht man ja, so viel Vertrauen und so viel gute Kommunikation, dass man sagen kann, okay, man arrangiert sich da, man macht auch natürlich auch mal was anderes als nur zu trainieren. Und man kann sich auch beim Essen einigermaßen miteinander unterhalten, sonst wird die Zeit sehr schnell sehr lang. Ist das wie in einer sonstigen normalen Beziehung oder Ehe auch, wenn man dann irgendwie Stress hat miteinander, mal wirkt sich das dann auf den Wettkampf auch aus? Negativ? Ja, mit Sicherheit. Also wenn wir uns natürlich irgendwie ein bisschen anzicken, was durchaus vorkommt, dann klappt es auch im Wettkampf nicht so. Wir pflegen da zum Glück eine ganz gute Kommunikationskultur, dass wenn ein Wettkampf schief lief, dann hocken wir uns zusammen, dann wird mal eine Stunde sehr intensiv miteinander geredet, dann sieht man sich mal ein paar Stunden nicht und dann geht es am nächsten Tag eigentlich von vorne und deutlich besser wieder weiter. Das ist einfach notwendig, das ist ganz normal und ich vergleiche das immer wie mit einem Tanzpaar.
Man kann natürlich mit jedem tanzen, aber wenn sich mal ein Tanzpaar gefunden hat, dann wird es nie mit anderen Partnern so extrem gut funktionieren. Und klar, andererseits spielt natürlich Martins Familie noch mit rein, seine Frau, die da auch zum Glück so weit mitspielt, dass sie sagt, okay, der ist halt so viel unterwegs und es geht extrem viel Zeit dafür drauf, aber sie unterstützt es, ich komme mit ihr super klar und das muss alles passen, ansonsten läuft es nicht. Mhm. Großes Ziel, Peking 2022, momentan so 20 Stunden Trainingseinheiten, oder Trainingsstunden pro Woche. Trainingsstunden, ein bisschen heftig, genau. Soll laut Martin Hertel auf 30 irgendwann mal nach oben gejazzt werden. Heißt das jetzt schon volle Konzentration auf dieses Ziel hin, was ja noch relativ weit weg liegt, oder wie gehst du das an? Ja, es klingt weit weg. In Trainingseinheiten ist es nicht mehr so weit weg, erstaunlicherweise. Ja, man hat natürlich, also der Fokus liegt da drauf. Andererseits arbeiten wir zum Glück immer mit Zwischenzielen, dass wir sagen, okay, das wollen wir jetzt schaffen. Jetzt gerade war es eben die WM dieses Jahr. Nächstes Jahr haben wir eigentlich keine WM. Es wird gerade darüber diskutiert, eine reine Biathlon-WM noch zu machen im März, um dieses Jahr eben zu füllen. Dass man so ein bisschen sich sagt, gut, wir haben nächstes Jahr eben den Heimweltcup im Bayerischen Wald, in Finsterau. Das ist natürlich wieder ein Highlight und dass man so von Highlight zu Highlight denkt. Ansonsten sind 3 Jahre schon lang. Ich werde jetzt ab 1. Mai in der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Bereitschaftspolizei anfangen. Das ist einfach sind nochmal neue Trainingsstrukturen. Er bietet mir eine extreme Sicherheit, auch beruflicher Natur. Und da muss man sich jetzt reinfinden. Wir versuchen natürlich jetzt dieses und nächstes Jahr dafür zu nutzen, einen optimalen Trainingsablauf für das Jahr hinzukriegen, sodass wir 2022 schon genau wissen, wann trainieren wir, in welchem Trainingslager, was machen wir wo, wie reagiere ich da drauf und was sind die besten Möglichkeiten. Mhm. Und großes Ziel 2022, noch ein paar Medaillen abräumen und dann Feierabend mit der Karriere, oder wie lange willst du das noch machen? Na, das würde ich so auf keinen Fall sagen. Großes Ziel generell ist natürlich so ein Gold bei den Paralympics. Also ich habe jetzt gesehen, dass es geht und jetzt würde ich das natürlich gern bei dem Großereignis in unserer Sportart schlechthin auch schaffen. Wie es dann weitergeht, also primär sage ich erstmal, wir haben mal bis 23 auf jeden Fall geplant, die Weltmeisterschaft noch hinterher. Ich würde ungern mit Paralympics aufhören, das ist so aktuell mein Gedanke. Aber wenn es dann gut läuft, wenn es auch beruflich, auch für Martin einigermaßen läuft, auch mit einer entsprechenden Freistellung oder dergleichen, wo wir gerade noch dran arbeiten, dann kann man durchaus sagen, okay, vielleicht 26 noch ins Auge zu fassen, ist gerade alles noch unklar. Mhm. Ja, das ganz große Geld, Clara, ist nicht zu holen mit deiner Sportart oder in deiner Sportart. Ist dir das egal? Oder sagst du, Mensch, da gibt es noch richtig Luft nach oben, da müsste auch noch ein bisschen was passieren? Primär ist es mir erstmal egal. Also ich bin da auch so ein bisschen reingeschlittert in den ganzen Leistungssport und habe das erstmal als Kind, als Hobby gesehen, da war es noch gar nicht Leistungssport. Als ich mich dann für den Leistungssport entschieden habe, war klar, okay, irgendwie muss man das Ganze auch finanzieren. Aber dass es da kein großes Geld gibt, war klar. Und ich glaube, dafür macht es aber auch kein Biathlet. Das funktioniert nicht. Klar gibt es im Förderbereich durchaus noch Luft nach oben. Einfach, dass wir konkurrenzfähig sind mit den anderen Nationen. Gerade in der Ukraine, in Russland. Wird der Parasport identisch zum olympischen Sport behandelt? Da sind das Vollzeitsportler, die sich um nichts anderes kümmern müssen. Da sind die Strukturen extrem gut. Für mich, wie gesagt, jetzt mit der Einstellung bei der Bayerischen Polizei, komme ich dem schon sehr nahe. Dementsprechend kann ich mich sehr glücklich schätzen und fühle mich auch so, dass das für mich jetzt sehr gut gelaufen ist. Im Vergleich zu den olympischen Biathleten gibt es natürlich in unserem Bereich noch Luft nach oben. Mhm. Trotzdem muss man auch zugestehen, dass sich die Entwicklung positiv entwickelt. Extrem positiv. Also, gesagt, die Olympiaprämien wurden angeglichen, also die Paralympics-Prämien an die Olympiaprämien. Und auch was Sponsoren angeht, geht natürlich immer mehr. Da ist noch deutlich Luft nach oben. Es ist halt noch nicht so attraktiv,
für Firmen, uns zu unterstützen. Aber auch da tut sich einiges.